Konnichiwa, Watashiwa, Bloody Judge Dis. Willkommen zurück bei Dark Souls, wie ich krepieren werde. So, hallo Leute, meiner Seite. So, ich befinde mich beim Schmied unten. Ich habe meine Hellebarde auf plus 10 aufgewertet. Ich hatte aber nur, ja, ich bin ein bisschen faden gewesen. Oh, große Scherben um meine Hellebarde und mein anderes Zeug ein bisschen zu leveln, aber es hat nur für die Hellebarde gereicht. Weil, ja, ich hatte dann irgendwann mal keine Lust mehr. Und ihr seht, ich habe 20.000 Seelen. Das heißt, ich habe auch dementsprechend sehr lange gefarmt. So, er hat noch was Schönes, was ich haben will. Ja, hallo. So, Gegenstand kaufen. Und zwar will ich Astorias Wappen. Öffne versiegelte Tür inmitten des Waldes. Yay! So, kaufen wir das mal. Was hast du denn eigentlich sonst noch? Hast eine Spaltaxt. Okay. Dann sonst eigentlich gar nicht mal so gutes Zeug. Okay. So, ich habe vor, in diesem Part ein bisschen optionales Zeug zu machen. Also die meiste Zeit werde ich dementsprechend eventuell ein bisschen viel im... Oh mein Mann, jetzt bin ich... ich musste nicht hier hoch. Ja, im... wie sagt man? Ja, im Wald verbringen, weil dort noch etwas Schönes riecht. So, wir gehen jetzt mal Richtung Wald und schauen uns das mal an. Wir machen mal die Tür auf, die offen ist und... Moment mal. Warum rolle ich jetzt? Nimm das Messer weg. Ah, schon viel besser. So, alles klar. So, wir gehen in den Wald und öffnen mal die geschlossene Tür. Mal schauen, was dahinter verbirgt und irgendwo sollte hier... Ah, da kommt er schon. Und? Was? Nein! Ich hatte keine Ausdauer mehr. Ah, ein Schlag tot. Sehr gut. Oh, hast was liegen lassen. Oh, lila Moosklumpen. Ach, wie süß. Ich hatte irgendwie 2 von den kleinen gebraucht und der Rest... Nein. Oh, hallo. Bist du Streit? Du kannst du haben. Yay! Okay, so. Ich glaube... Bin mir nicht sicher. Doch, ich komme vorbei. Mich nimmt das Wunder... Ob ich das auch schaffe mit der Hellebarde, diesen Typen hier, ja, in der Erde. Lass mich hier hin verfolgen. Komm her, ja, komm her. Ich hab Süßes dabei. Süßes, ich will Süßes. Dann komm ich halt. Los, hier, friss mal die Hellebarde. So, okay, so, und gleich mal schauen. Und höp. Okay, es geht nicht. Dann warten wir einfach, bis er rauskommt. Ah, stirb. Aber ich bin gut. So, alles klar, aufgeräumt. So, da vorne sollte ja ein Leuchtfeuer sein. Das werde ich jetzt auch benutzen. Moment mal, habe ich das richtige Mikrofon? Ich glaube schon, okay. Sonst ein bisschen doof, wenn ich das wieder aufnehmen muss. Ansonsten könnte ich ja immer noch... noch einmal ein Commentary machen, aber nicht live. So, am Leuchtfeuer rasten, damit wir nicht allzu lange Weg haben. Weil das Gebiet hier ist sozusagen ein Endgebiet von GBA. Aber wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das an, damit Bloody Judge ein bisschen Freude dran hat, wenn ich sterben werde. Astorias Wappen benutzt. Okay, so gehen wir ganz langsam mal rein und schauen uns das mal an. Sieht eigentlich ganz normal aus. Ein bisschen leer. Aber es sieht schon ganz normal aus. Ich bin so wunder, wann die kommen. Wann kommen sie? So, Schild mal nach oben. Moment, ich habe ein besseres Schild. Moment mal. Schnell mal schauen. Da kommt doch nichts. Das ist gut. Okay, so. Ach nein, wenn ich das Baldesschild anlege, dann... Nee, da kann ich nicht mehr so gut rollen. Oh, dafür habe ich ein bisschen mehr Haltung. Das könnte aber... Ach, egal. So, ich nehme das Zeug hier raus. Auch nicht mehr. So. Ah, da kommt ja schon einer. Hoffentlich nur einer. Oh, sieht so aus. Hallo. Hallo. Au. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Geh hier hoch. Geh hier hoch. Hallo. Nein. Wand. Hey, wer kommst du noch raus? Lass das. Lass das. Lass das sein. Also, ich versuche ihn mal zu backsteppen. Oh, jetzt hat er das Schild genommen. Braucht er. Ah, okay. Das macht Schaden. Ja, eigentlich sollte der Typ eigentlich unten bleiben, aber irgendwie hat er keine Lust dazu. Okay,
Oh, da hat er wieder zwei da. Oh, da ist er gefallen. Oh, bist du gestorben? Oh. Ja, ihr seht, 3000 Seelen für diesen Gegner. Das ist sehr schön. Das ist sehr viel. Aber sie sind dementsprechend auch ein bisschen hart. Wenn man hier einfach reinläuft, ihr habt ja gesehen, der war unsichtbar. Und das Problem ist, davon ist auch nur einer. Und ich weiß, dass irgendwo noch einer ist, aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Und das Problem ist, das ist ein Magier-Typ. Ja, komm her. Komm mal ein bisschen nah. Komm mal ein bisschen hier. Nein, ich will nicht, dass du da drin bleibst. Komm zu mir. Ich habe Kekse dabei. Ich habe Kekse. Hast du nicht gehört? Ich habe Kekse. Oh, schon gedacht. Ah. Schon gedacht, da kommt ein zweiter. Wie lange willst du da noch stehen? Ja. Nein! Ui. Jo, jetzt hat er das Schild genommen. Oh, du kleiner Bastard, du. Komm her. Ja, komm her. Ich hab was Süßes. Oh. Hör auf damit. Nimm das. Ja. Oh. Hast du ein Holzschild? Aua. Aua. Was? Kein Backstep? Oh, Mann. Okay, so, er ist tot. Sauf was. Okay, du gabst nur 2000 Seelen. Warum das denn? Okay, ich gehe jetzt einfach mal. Moment mal. Nee, das ist einfach eine Lampe. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Ich habe aber Angst, dass sie von der Seite kommen. Dann gehe ich doch außen rum. Wie ich es gewöhnlich immer mache. Um damit meine linke Seite zu schützen. Denn hier sollte irgendwo noch ein Dieb sein. Aber wo? Ich habe Angst in dem Gebiet hier. Na, guck da. Hallo. Hallo. Oh, da drüben ist noch einer. Ah, Moment mal, der kommt doch mit dem Dieb zusammen. Ich will den aber töten. Hallo. Wo ist der Dieb? Ich sehe ihn nicht. Er ist unsichtbar. Moment mal, da oben ist auch noch was. Gehen wir mal da oben hin. Moment mal. Ah, da kommt er schon. Alleine? Hoffentlich? Gestern der Verbündeten holen hier. Alarm! Da ist jemand in unseren Wald eingetreten! Ruft Robin Hood! Zack! Ei! Ich bin. Oh, Baxter! Zack! Okay, der Dieb ist immer noch nicht hier. Welches Wunder, wann er dann kommt. Oh, du solltest jetzt tot sein. Das war ein bisschen gemein, aber ich hab's verdient. Was, nur 1000 Seelen? Mann, bist du eine Niete! Okay, da oben ist jetzt keiner mehr, da unten ist noch einer. Wenn ich vielleicht ganz langsam hier nach unten laufe. Ich sehe den Dieb immer noch nicht. Ich habe das Gefühl, der kommt dann irgendwann mal von hinten und krapscht meinen Arsch an. Ich liebe Ärsche von Männern, von alten, knackenden Männern, die Falten im Kopf. Nein, nein, nein. Verdammt. Schnell töten. Nein, der Dieb kommt. Der Dieb. Oh Gott. Achso, du heilst. Ja, der Dieb geht jetzt wieder weg. Ui. Oh, ich hasse es. Ich hasse Kämpfe mit zwei Leuten. Oh, er blockt. Hoppla. Oh. Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Lass mir mal ein bisschen Zeit. Einer Sombagini hier. Was? Mann, hast du schnell geblockt. Komm her. Oh, lass dich mal richtig knallen hier. Oh, willst du heilen? Willst du heilen? Scheiß Dieb. Hat mich daran gehindert. Das war gemein. Hör auf. Sauf was. Auf zu heilen. Verdammter kleiner. Ui. Hallo. Ah, wer will zuerst? Ah, der Kleriker. Das ist doch, glaube ich, ein Kleriker, oder? Wo ist der Dieb? Ich sehe den Dieb nicht mehr. Da hinten. Er wartet schön. Das finde ich sehr nett von ihm. Jetzt kommt er wieder, wenn der andere tot ist. Ha! Oh, was ist eigentlich mit dir los? Was machst du? Du bist ein komischer Kauz, das weißt du, oder? Oh, du machst Blutung. Okay, sehr schön zu wissen. Aber er macht nicht allzu viel Blutung. Hahaha, das macht einen schönen Backstab. Okay, so. Ja, komm her. Ja, komm. Oh. Ui. Ui, kein Fehler mehr. Puh. Sauf. Also ich bin eigentlich... Okay, nein, doch nicht. Ich hatte schon gedacht, ich hatte jetzt irgendwie zwei Estus gebraucht. Aber das war nicht so. Es war ein bisschen mehr. So, ich glaube, der Wald sollte jetzt eigentlich leer sein. Glaube ich. Ich kann nochmal rumlaufen und mal das Zeug hier ansehen. Weil ich habe was vor.
was mich danach hindert, diese Typen zu töten. Obwohl sie eigentlich sehr schön Seelen geben, muss ich sagen. Ich glaube, das waren doch alle Gegner. Aber ja, es kommt noch etwas sehr, 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 sehr Schönes in dem Part. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon drauf. Das ohne Feuerzeug. Da ist doch noch einer. Da hinten ist, glaube ich, auch noch einer, oder? Das ist doch einer. Oh, ich sehe es so schlecht. Moment. Yep. Das ist einer. Okay, zumindest bin ich noch ein bisschen im Wald. Oh Gott, macht der Schaden, weil er... Und da hast du unendlich Ausdauer, oder was? Aber ja, komm her. Ja, komm her. Komm her. Scheiß Bogenschützen. Der hängt mir auch noch. Ui. Aha. Oh, ich hab mir gedacht... Oh, bist du schwer. Ah, au. Sumimasen. Ui. Oh. Tomate! Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich durchlaufe. Lauf! Ich will nicht sterben. Okay, ich habe noch einen Estos. Das ist... Alter, hast du eine Weichreite. Was soll das? Nein, ich bin gestorben. Okay. So, da hinten läuft irgendein Idiot. Irgendwie kommt er nicht hoch, aber da vorne liegt auch noch einer. Ich will da nicht rein. Ich weiß, was ich eigentlich noch machen will in diesem Part, aber so wie es aussieht, wird das nichts. Oh mein Mann, ich habe jetzt schon einen Teil rausgeschnitten, aber mir fehlen irgendwie, die Zeit. Er kommt wirklich nicht hoch. Und das da hier war der Bogenschütze. Scheiße, es war... Nein! Rückzug! Rücksgeil! Lauf! Nein, jetzt laufe ich schon wieder weg und dann kommt der Bogenschütze und knallt mich wieder von hinten ab. Ah, diesmal nicht. So, ich gehe jetzt mal an einen Baum. So, also saufen hier. So, wo seid ihr? Ja, komm her. Ja, komm her. Ich sehe dich. Ja, komm her. Oh nein, ich bin wieder der Ritter. Okay, immerhin hat er das Schwert in... ich wollte gerade sagen, in deiner Hand. Aber nein! Er hat wohl keine Lust mehr dazu. Ja, komm her. Ich will dich backstabben. Komm her. Lass mich dich backstabben, du kleine Sau. Ah, ausgewichen. Wie ein Profi. Hoppla. Hui. Hast du... Du hast mir verdammt viel... Hör auf zu blocken, du. Haha. Das war gut. Ausgewichen. Der Backstab. So, du gibst 3000. Genau. Oh Gott, ich könnte jetzt schon wieder aufsteigen. Jetzt ist noch einer. Der Bogenschütze, der uns vorhin abgeschossen hat. Oh Gott. Wo bist du? Ich höre dich. Aber ich sehe dich nicht. Oh, da vorne? Ah, haha. Hallo, mein lieber Freund. Ich werde dir zeigen, was Freunde sind. Freunde bekämpfen sich gegenseitig. Oh, mal Schild weg hier. So, ich hasse das. Gegner können durch Bäume hauen, aber ich nicht. Au. Das ist ein Waldläufer. Steck dein Schwert weg. Wow. Das ist aber geile Moves. Aber die reichen dir nicht aus. So. Doppelmenschlichkeit. Oh, fahres Bogen. Das ist gut. Oh, ich weiß, was ich mit meinem Seel mache. 5000. 5000 Seelen gab die mir? Okay. Hätte ich das nicht gedacht. So. Ja, ich wollte eigentlich etwas Bestimmtes machen in dem Part. Aber so wie es aussieht, werde ich jetzt einfach mal den Wald hier erkundigen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Und mal schauen, was hier noch alles herumliegt. Ich wollte das Zeug hier ein bisschen einsammeln. Hier unten waren noch, genau auf diesen Bäumen. Ich war leider, hier unten. Ich habe aber nichts aufgenommen von dem her. Drei Stück! Da unten war auch noch einer. Habt ihr noch andere Hobbys als Kinderzeugen? Mach was. Jetzt habe ich schon gedacht, der will greifen. Und ich habe vorhin gedacht, die wären ein bisschen schlecht, immer noch gleich. Stark, wir wollen, aber das ist wohl nicht der Fall. Oh Gott, jetzt sind beide da. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, sie greifen zusammen an. Danke. Was, da kommt ein Dritter? Wo kommen die? Wo kommen die alle?
Also gleich mit dir zusammen, Mann. Danke. Oh, ausweichen. Ha! Blocken, blocken. Oh Gott. Mann, ich bin gut. Was? Wo kommt der denn jetzt? Mann, hört mal auf zu kommen hier. Oh, da macht er was. So, jetzt ist aber Feierabend, ne? Jetzt habt ihr keine Kinder mehr. Steht alle tot. Hoffe ich jetzt mal. So, was hast du? Blutroter Moosklumpen. Und du wette ich mit dir. Blutroter Moosklumpen. Und ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Weil ich zu faul bin, um das zu lesen. Okay, so. Apropos lesen. Ich sollte eigentlich noch was lesen. Aber... ich habe das blöde Gefühl... Keine Falle ist. Okay. So... Ich bin jetzt gerade... Östlicher Helm, östliche Rüstung, östliche Stulpen, östliche Gambuscheln. Gibt es vielleicht noch westliche? Könnte das sein, dass das Sens Festung ist? Ich glaube schon. Ist eine Burg. Und es gibt nicht allzu viele Burgen in Dark Souls. Außer Sens Festung. Also das ist ja keine Burg, das ist eine Festung. So. Oh Gott, ich bin schon wieder über der Zeit. Aber ich schneide ja noch ein bisschen raus oder beschleunige es. Mal schauen, mal schauen. Wir können noch ein bisschen rumtrockeln. Okay, so. Ich glaube, jetzt ist nichts mehr hier. So werden die Kinder geboren. Sie legen ihre Samen in den Boden. Und dann wachsen sie aus der Erde. Und da kommt der zweite dann raus. Ja, komm raus. Ja, komm raus aus dem Versteck. Ich habe schon auf 10 gezählt und jetzt musst du sterben, weil ich dich gefunden habe. Okay. Aber auch vorhin kamen die doch nicht aus der Erde. Aber es waren verdammt viele, das kamen die immer wieder. Was soll das? Ich hatte verboten, Schein. Was war das für ein Geräusch? Ah, das war vielleicht, weil ich angehalten habe. So, wie viel ist hier noch übrig zum Töten und zum Aufnehmen? Das sind solche Leuchter. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bewirken, aber egal. So. Ich glaube, der Wald ist leer. Hoppla. Hier, alles getötet. Glaube ich jetzt mal. Moment. Ja, ich glaube schon. Ich konnte, glaube ich, da nicht runter. Darum gehen wir einfach mal hier rein. Und da drinne, flimmer war ich. Und zwar Katze. Mit Riesenmund. Boah. Echt jetzt, mit Riesenmund. Die lassen wir jetzt mal. Mal schauen. So. Oh, der Mond. Oh, so schön. Dark Souls muss auch groß sein. Dann siehst du mal wieder die Sonne und dann siehst du wieder der Mond, wenn du hier bist. Das ist übel. Oder ist es irgendwie Nebel oder Wolken, die Sonne ein bisschen düstern? Keine Ahnung. So. Ich bleibe mal hier stehen und schaue mal das an. Boah. So, was wollte ich denn hier? Was wollte ich denn lesen? Wir haben noch irgendwas. Feuer der Seele. Oh, die habe ich auch noch. Oh Gott. Wo habe ich die noch mal her? Warum habe ich die nicht Ach so, ich war nicht mehr. Ich ging nicht mehr zurück. So, das haben wir gelesen, aber die Seele von Hexentochter Quelaak haben wir ja noch erhalten und das habe ich noch nicht gelesen. So, die Seele von Quelaak, einer einstmaligen Tochter der Hexe von Isalief, die mittlerweile jedoch ein Chaosdämon ist. Okay. Besondere Wesen haben besondere Seelen. Quelaaks Seele weist sämtliche Aspekte des Chaos auf. Mit ihrer kannst du eine große Menge Seelen erhalten und dann sogar Waffen werden. Okay, das wissen wir schon. So, ansonsten ist... Echt jetzt? Das war's schon? Ja, ihr seht, grüne Scherben habe ich ja auch von dem Biester bekommen. Habe ich genügend bekommen. Das war es wohl. Ich habe noch versucht, die Linderung hier einzusetzen, aber ich habe zu wenig Intelligenz. Darum habe ich es gelassen. So. Ja, soll ich noch? Soll ich nicht? Ich glaube, ich mache das noch. Warum nicht? Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me, but comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark, 'tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Scheiße. Ja? Well, indeed. Was ist dich, okay. Nevertheless, I feel some liking for thee. Gleich einen ruhigen Mund. I'm Alvina of the Darkroot Wood.
I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. Ja. Es ist eine schöne Farmen hier. Aber ich will ja nicht leveln von dem her. Ich habe schon genug. Ja, das Problem ist, ich will aber irgendwas erreichen. Das heißt, ich muss dem Eid beitreten, um dies zu tun. I am very glad. Let us establish a covenant. Aktuell Eid widerrufen und diesen Eid leisten. Jawohl, ich nehme den anderen Eid dann später wieder an. Du hast ein Eid geleistet. And here, take this ring. It's dangerous to go alone. Take this, der Katzeneidring. If thou wearest that ring, it allows for thine summoning. If mine senses reveal intruders, then I will summon thee. Fend them off, sir. I beseech only this. I shall summon others who will, by their honor, work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward, and whatsoever ye shall pillage will be thine own. A true agreement, not so? But thou must heed the golden rule. The clan is thine own family. To thine kinsmen forever stay true. Darest not in any attempt to double cross. Have no doubt, such wretchedness never. Will we tolerate? Ja, es wird nicht toleriert. So, hast du noch was? Ah, thou dost cometh. Oh, mir geht's gut. My hopes for thee are of the highest. Do not such a hope shatter with foul disproportion. Ah, ja, das war's. Ah, my hope. Jop, okay, so. Da müssen wir jetzt aber nochmal schnell den Ring anschauen, den ich gerade bekommen habe, denn der ist ein bisschen speziell. Das hat mein Arbeitskollege auch gemerkt. So, Katzeneidring. Ein Ring, der nur Waldjäger ausgehändigt wird. Antwort auf Alvinas Beschwörung. Die weiße Katze Alvina beherrscht die menschliche Sprache und lebt seit dem Beginn des Zeitalters des Feuers. Sie war eine enge Vertraute von Ritter Artorias und dem großen grauen Wolf Sif. Ja. Sif. Ah, also Arbeitskollege, genau, er ist hier in diesen Wald gekommen und hallo. Und ja, die Leute hier, die greifen mich jetzt nicht mehr an, weil ich im gleichen Eid bin wie sie. Ja, und dann ist er hier in den Wald gekommen und dann hat er mich so gesagt, ey Alter, was ist mit dem Wald nicht los? Ist das irgendwie PvP-Gebiet? Ich kam da rein, da kam einer und der wollte mich töten. Also ein Invasor, ein anderer Spieler. Und dann habe ich den getötet und da kam schon der Nächste und der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und dann habe ich gesagt, Alter, geh mal zu der Katze und nimm den Ring und dann schaust du mal den Ring genauer an. Dann wirst du es wissen, warum. Und ja, er hat aber auch gesagt, dass wenn ich in ihrem Eid bin, die Finger davon lassen sollte von Sif. Aber ich glaube nicht, dass das so sein wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal zurück zum Leuchtfeuer, weil ich so viele Seelen habe. Auf jeden Fall ein bisschen erreicht. Oh. So, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt noch zurück zum Leuchtfeuer, werde meine Seelen ein bisschen verbrauchen und dann werden wir uns beim nächsten Part dann wiedersehen. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!